Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute ist Portugal Europameister geworden. Cristiano Ronaldo, der Weltfußballer, hat sein großes Ziel erreicht. Er hat schon vorher angedeutet, dass er mit den Fußballvereinen dreimal die Champions League gewonnen hat. Und das Einzige, was ihm noch fehlt, ist ein internationaler Titel mit der Nationalmannschaft von Portugal und dass das sein großer Traum ist. Nur ist Cristiano Ronaldo wirklich am Ende seiner Träume oder hat er sein Ziel erreicht? Es kann natürlich durchaus sein, dass er jetzt denkt, er hat sein Ziel erreicht. Und viele denken, heute ist der Tag des Paradieses. Gerade wenn man Bilder aus Portugal sieht, ja, wie sie sich gefreut haben, nachdem Portugal das 1 und den 1-0-Siegtreffer geschossen hat in Lissabon, wie sie alle ausgerastet sind, ein Volk von ca. 10 Millionen Menschen, soweit ich weiß. Alle sind ausgeflippt, waren am Schreien, am Weinen und waren sich am Freuen. Und man sieht das immer wieder in dieser. Also auf der anderen Seite die Franzosen am Weinen. Aber man muss sich einer Sache bewusst sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und zwar in Surah 29, auf der letzten Seite, der erste Vers: وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Wahrlich, dieses Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Und wahrlich, das jenseitige Leben ist das eigentliche Leben, wenn sie es wüssten. Das heißt, die Freude über solche weltlichen Ereignisse, die so vergänglich sind, ist so groß bei vielen Menschen. Aber wie groß muss die Freude sein, am jüngsten Tag ins Paradies einzugehen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 50, Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Tretet ihn ein in Frieden, dies ist der Tag der Ewigkeit, dort gibt es für euch, was ihr wollt, und bei uns gibt es noch mehr. Und deswegen, was wir für Cristiano Ronaldo, den Weltfußballer, wünschen, und alle Menschen, selbst unsere Feinde, ist, dass sie den wahren Weg finden. Und deswegen müssen wir als Muslime uns anstrengen, die Menschen zu diesem Weg zu rufen. Und Allah sagt zu unserem Koran, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wa mu'idati al-hasana wa jadilu bilati ahsan. Rufe zum Weg Allahs mit Weisheit und schöne Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die schönste Art und Weise. Und gerade wenn wir jemanden sehen wie Cristiano Ronaldo, der so viel Erfolg hat und der auch Gutes tut mit seinem Geld. Ich habe gehört, mir ist zu Ohren gekommen, dass er in seinem ganzen Leben schon über 100 Millionen Euro gespendet hat und sehr vieles davon auch gerade in islamische Länder. Wir wünschen sogar für unseren schlimmsten Feind, dass Allah ihn recht leitet. So wie der Prophet alaihi salatu wasalam für seine schlimmsten Feinde Dua gemacht hat, dass Allah sie recht leitet, so wünschen wir für unseren schlimmsten Feind, wünschen wir, dass er unser Freund wird. Dass er den Islam annimmt, dass er den wahren Weg zu Allah findet. Das wünschen wir für unseren schlimmsten Freund und bitten für ihn um Rechtleitung. Aber was wünschen wir erst für jemanden, der offensichtlich Gutes tut und viel Gerechtigkeit zeigt? Deswegen, liebe Geschwister im Islam, zu diesem Anlass, mach Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala Cristiano Ronaldo zum Islam führt und inshallah durch ihn ganz Portugal zum Islam führt. Wenn er als so ein großer Weltstar in Portugal den Islam annimmt, dann könnt ihr glauben, wie viele Leute danach den Islam annehmen. Und macht Dua für alle Muslime auf der ganzen Welt, dass Allah uns Stärke gibt und Kraft gibt und Wissen gibt und Möglichkeiten gibt, den unterdrückten Muslimen auf der ganzen Welt zu helfen. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك